G8, Abi nach 12 Schuljahren, der doppelte Abiturjahrgang. Schlagworte, die die Medien seit Monaten beherrschen. Viele Fragen gab es im Vorfeld. Gibt es genügend Studienplätze? Können die Universitäten den vielen Studienanfängern überhaupt gute Studienbedingungen bieten? Der erste Doppeljahrgang ist nun an der Bergischen Universität angekommen. Aber die Lage in Wuppertal ist entspannter als erwartet. Ich persönlich habe das nicht als so schlimm empfunden, wie es oft dargestellt wurde. Weder an der Schule noch jetzt hier auf der Uni, hier an der Uni Wuppertal, war das bis jetzt eigentlich recht entspannt. Noch vor ein paar Jahren hatte man an der Bergischen Universität massive Probleme auch ohne G8. Teilweise wurden Seminare im Cinemax Wuppertal abgehalten. Wir freuen uns über die zusätzlichen Studenten, die bei uns ihr Studium aufnehmen. Wir haben genügend Studienplätze bereitgestellt. Wir haben genügend Hörsaalkapazitäten aufgebaut, Seminarraumkapazitäten. Und wir haben auch genügend zusätzliches Lehrpersonal eingestellt, sodass wir jetzt ganz entspannt in die Zukunft sehen. Für die neuen Erstsemester ist aber Stress und kurze Einarbeitungszeit nichts Neues. Und so sehen viele die aktuelle Situation gelassen. Ich kenne es nicht anders, musste immer schnell lernen. Für mich ist es auch keine große Umstellung, jetzt an die Uni zu gehen oder mit Älteren zusammen zu lernen zum Beispiel. Das habe ich ja auch schon alles durchgemacht. Die Gesamtzahl der eingeschriebenen Studenten an der Bergischen Universität stieg im Wintersemester 2013/2014 auf mehr als 18.000. Das ist Rekord. Aber insgesamt scheint der doppelte Abiturjahrgang kein großes Problem in Wuppertal darzustellen. Auch wenn es hier und da noch kleinere Probleme zu lösen gilt. Wenn du mit dem Bus fährst, ist das so voll, dass du teilweise 3-4 Busse abwarten musst, bis du überhaupt rankommst oder überhaupt reinkommst. Aber insgesamt ist es halt ganz gut. Also man kann gut damit leben.